Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Katja. Hallo. Wir können hier gegen richtig, richtig doll viele Wellen von Robotern kämpfen. Es gibt verschiedene Wellen, die wir überstehen müssen. Und es gibt sogar Roboter-Bosse. Das wird richtig, richtig doll schwer. Okay, hier können wir uns auf jeden Fall ausrüsten. Wir haben ja die Stufe 2 Rüstung, die ist normal stark. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Und wir haben ein Eisenschwert, auch ein Schild. Wir haben einen Bogen, ein Crossbow. Hier ein Trident. Das ist sehr gut. Okay, bist du bereit, Katja? Ja, bin ich. Es geht los. Okay, wir sind auf der Seite, wie viele Roboter gerade da sind und in welcher Welle wir uns befinden. Und Katja, wir dürfen auf keinen Fall hier weggeschnetzelt werden. Wie cool sieht das denn aus? Und da sind schon die ersten Roboter. Oh, okay. Das ist eine Roboter-Spinne. Da können wir hier fliegen und da sind so... Oh, der sieht ja lustig aus. Okay, den habe ich weggeschnetzelt. Es sind in der ersten Runde noch 2 Roboter übrig. Okay, das ist nicht so schwierig. Und die nächste Runde startet schon. Oh, oh. Der kann Feuer schießen, der Roboter hier. Nein. Was ist denn hier los? Okay, warte, Katja, ich helfe dir hier. Der Roboter wird auch weggeschnetzelt. Okay, den haben wir auch. Wir sind in Runde 4 und hier sind so viele Roboter. Da vorne auch der Creeper-Roboter, von dem dürfen wir uns auf keinen Fall wegschätzen lassen. Ich benutze mal das hier. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen stärker. Der schubst uns einfach weg. Okay, der wird weggeschnetzelt. Den Creeper versuche ich auch mal hier wegzuschnetzeln. Okay, das klappt ganz gut. Wir können hier sogar in die Lava schubsen und... Katja, pass auf, hier ist überall TNT auf dem Boden. Ich hab zwei Herzen, ich muss irgendwas nehmen. 3 mehr Stärke oder Regeneration. Ja, yeah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, die Roboter werden auch weggeschnetzelt. Wenn wir zu langsam sind, startet einfach die nächste Runde und es sind einfach noch mehr Roboter dann da. Okay, wir sind in Runde 5. Ein Roboter ist noch übrig insgesamt. Und umso mehr Runden wir schaffen, umso bessere Waffen können wir auch freischalten. Das ist sehr gut. Okay, da hinten sind super viele Roboter. Okay, pass bloß auf mit dem TNT auf dem Boden. Gott. Oh, okay. Was schießen die da? Was ist denn hier los? Oh, Moment mal, die schießen ja... Wow. Oh, die schießen einfach ganz viel Müll? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gebe mir Stärke. Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich versuche die hier ein bisschen wegzuschätzen. Das sieht ja ultra fancy aus. Was? Das ist so cool, dass einfach Schrott, der nach uns geworfen wird. Okay, die Spinne versuche ich auch wegzuschnetzeln. Stimmt, wir haben auch einen Bogen. Du hast recht, Katja. Damit können wir hier die Gegner auch richtig doll gut wegschnetzeln. Und die Creeper sind so doll mies, die Creeper-Roboter. Das sind viele auf einmal auf jeden Fall. Das stimmt. Okay, die nächste Runde startet in 20 Sekunden. Es sind noch 6 Roboter übrig. Den habe ich weggeschnetzelt. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Splash Potion auf Healing. Den kann ich auch mal benutzen. Und Runde 7 startet. Da vorne sind 2 Spinnenroboter. Die sind riesig doll groß. Ja, oh, das ist ja ekelhaft. Aua, ich krieg so viel Damage. Nein. Okay. Ich gebe mir noch ein bisschen Regeneration. Okay, das ist sehr gut. Und die Spinnen müssen wir auf jeden Fall wegschnetzeln. Kater, zack und zack. Und ich glaube, die andere Spinne klettert gerade auf jeden Fall an die Decke. Die nächste Runde startet in 15 Sekunden und irgendwo ist noch ein einzelner Roboter übrig. Oh, ich bin gespannt, Kater. Wir sind auf jeden Fall jetzt gleich in Runde 8 insgesamt. Okay. Und Runde 8 startet. Okay. Die Map ändert sich wieder ein bisschen. Und da vorne, Kater, sind super viele Roboter. Okay, ich kann ihnen ein bisschen Instant-Damage zuschmeißen. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut. Und das ist jetzt einfach ein Stromroboter. Roboter, der Blitze nach uns schießen kann. Ja, oh, tatsächlich. Oh, Gott, oh, ich brenne. Das ist ganz so gar nicht gut. Haben wir hier Wasser? Ich sehe kein Wasser. Oh, nein. Okay, ich brenne auf jeden Fall. Ich helfe dir hier vorne ein bisschen, Katja. So und so. Ich habe leider auch keine Pfeile mehr. Das ist auch nicht gut. Aber ich habe noch einen Dreizack. So und so. Der Roboter wird auch weggestetzelt. Der Stromroboter ist noch bei dir. Ich helfe dir mal ein bisschen, Katja. Ich lenke ihn ein bisschen ab. Sehr gut. Okay. Oh, ich brenne auch. Ich wurde vom Blitz getroffen. Und hier ist so viel Schrott, der nach uns geworfen wird. Das ist so doll mies und fies. Und Katja, pass bloß auf. Oh nein, schon wieder die 9. Wir haben die anderen noch nicht mal weggeschnetzelt. Es sind 63 Roboter, Epic. Wow. Okay, ich muss weg. Was ist denn hier los? Das sind viel, viel zu viele. Wir befinden uns jetzt gleich in Runde 10. Oh nein. Okay, wenn wir Runde 10 schaffen, bekommen wir auf jeden Fall schon ein bisschen bessere Waffen. Dann wird hier der Schrott weggeschnetzelt. Und die Roboter schnetze ich auch weg. Okay, was habe ich noch für Tränke? Ich nehme mal hier Healing nehme ich mal. Und ich habe hier auf jeden Fall noch den Speed. Okay, das nehme ich auch. Da hat jemand einen riesigen Bogen. Oh, ich sehe es. Und auch ein riesiges Schwert. Das ist ja riesen doll groß. Und der wurde gerade vom Blitz getroffen, vom anderen Roboter. Nein. Kater, pass bloß auf. Hier mit diesen Schubse-Roboter. Den schnetze ich auch weg. Oh, nein. Und den hier muss ich auch unbedingt wegschnetzeln. Oh, wie fies der ist. Die finale Runde. Was? Wir müssen gegen 132 Roboter kämpfen? Die sind alle da vorne, Kater. Wie sollen wir das denn jemals schaffen insgesamt? Okay, ich versuche jetzt hier auf jeden Fall mal die Spinnen wegzuschätzen. Oh, das sind so viele. Oh, da wurden auch richtig viele vom Blitz getroffen. Aber zum Glück kriege ich durch Feuer kein Damage. Das ist sehr gut. Okay, 125 Roboter sind noch übrig. Ich muss mich heilen. So, ein bisschen geheilt. Okay, zack, die Spinne weggeschätzelt. Katja, pass bloß auf.
auch bloß nicht weggeschnetzelt werden. Gatter! Oh, nein, nein, nein. Okay, ich muss hier auf jeden Fall ein bisschen regenerieren. Oh. Okay, wir müssen noch 119 Roboter wegschnetzeln. Das ist die finale 10. Runde. Was ist denn da los? Und vor allen Dingen, die Roboter sind so, so doll stark. Hast du die Spinnen für mich? Ja, die Spinnen schnetzel ich für dich weg, Gatter. Danke. Ich habe leider nicht mehr viele Herzen. Hast du noch eine Regeneration Potion? Ja, eine habe ich nur für dich. Guck mal, ich sitze hier hinten. Wir haben die Zeit überlebt. Stimmt, das bedeutet, wir haben gewonnen. Wir haben 10 Runden geschafft und wir haben neue Waffen freigeschaltet. Das ist nice. Oh, das ist echt cool. Schau mal, Effi, wir haben jetzt einfach Diamantrüstung bekommen. Ja, das ist so gut. Das stimmt. Und ein zusätzliches, naja, Zahnrad haben wir bekommen. Dieses hier. Ich bin sehr doll gespannt. Okay, wir sind beide ausgerüstet und es geht wieder los. Nächste Runde startet gleich. Okay, Welle 1 startet. Die zufällige Map wird jetzt gleich hier erstellt. Oh, und da vorne sind schon ein paar fliegende Roboter. Tatsächlich. Ja, diese kleinen Kugeln. Die haben wir weggeschnetzelt. Sehr gut, Karte. Das war sehr, sehr, sehr einfach. Wir haben sogar mehr Herzen. Stimmt. Ja, wir haben das Doppelte an Herzen. Okay, Welle 2 startet. Hier sind wieder diese fliegenden Roboter. Hey! Mit dem Bogen können wir die richtig doll gut wegschnetzeln, wenn ich treffen würde. Ich treffe auch nicht. Ja, ja, ja. Wir haben es geschafft. Oh, das war auch die zweite Runde. Das ist ja einfach. Okay, Welle 4. Epic. Warte, warte, warte. Ich schmeiße eine Potion rein. Ah! Ich auch. Ja, ja. Okay, wenn die explodieren, wir sollten die auf jeden Fall mit Pfeil und Bogen wegschnetzeln. Oh, Welle 5 startet schon. Wir waren viel zu langsam. Ich mach die Spinne. Gott, pass bloß auf. Okay, Spinne weggeschnetzelt. Diese kleinen Fliegedinger. Einfach rein, einfach rein, einfach rein. Spinnen und noch mehr. Oh, nein, nein, nein. Okay, so viele Spinnen. Ich hasse Spinnen. Gott, ich schnetzel sie weg. Ich schnetzel sie weg. Der wird auch weggeschnetzelt. Okay, da haben wir hier noch eine Spinne. Und das waren auch schon alle Roboter von dieser Welle. Jetzt haben wir hier diese Schubse-Roboter wieder. Die kann ich auch ein bisschen mit Pfeil und Bogen wegschnetzeln. Okay, der hat mich auch umgeschubst, aber ich habe nicht viel Damage bekommen. Okay, so und so. Der wird auch weggeschnetzelt. Okay, Kata, hinter dir ist noch einer. Oh, wie der dich wegschubst. Und bitte wegschnetzel, bitte wegschnetzel. Das schaffen wir. Und ja. Sehr gut gemacht. Okay, jetzt startet gleich die 9. Runde, glaube ich. Die können wir auch wieder alle wegschnetzeln hier. Welle 10. Jetzt kommen die richtig, richtig starken Roboter hier. Moment, bei der wird weggeschnetzelt. Aber wir sind auch wirklich so, so doll stark mit unserer Rüstung hier insgesamt. Und die 12. Runde beginnt. Okay, da vorne haben wir wieder die Elektroroboter, die ein paar Blitze auf uns schießen. Okay, ich brenne auch. Das Ganze gar nicht gut. Oh, oh, dann schätze ich den Roboter hier auch noch weg. So und so. Oh, sehr gut, Kata. Okay, wir befinden uns in Welle 16. Ein paar mehr Roboter sind da. Die können wir auch wegschnetzeln. Dann haben wir, oh, hier noch Roboter. Ich brenne auch ein bisschen. Sag, dann sag, das klappt richtig doll gut. Wir sind so, so doll stark. Und die Roboter schießen die ganze Zeit Blitze auf uns. Aber ich habe eine Fire Resistance Potion. Das ist sehr gut. Okay, jetzt startet Runde 17. Oh, das sind so viele. Okay, Kater, das sind wirklich sehr viele hier. Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Okay, ich schmeiß mal den Dreizack rein. Dreizack reinwerfen. Oh, die Roboter sind auch so schnell. Die können richtig doll schnell rennen. Was denn da los? Hier, die Stromroboter werden auch weggestetzelt. Ich helfe dir ein bisschen, Kater, mit Pfeil und Bogen. So und so. Oh, ich glaube, ich habe dich ein bisschen getroffen. Aua. Und ich glaube, jetzt haben wir Runde 18. Ja, tatsächlich. Oh, ja. Das ist noch mehr, das ist noch mehr. Okay, ich schnetze sie mit Pfeil und Bogen weg. Ich glaube, das ist eine relativ gute Taktik. Aua. Ich habe auch sogar noch einen Instant-Damage-Trank. Den kann ich reinwerfen. Und ein Roboter hat ein bisschen Damage bekommen. Sehr gut. Es sind einfach jetzt 11 Roboter insgesamt da. Erstmal hier die Creeper ganz in Ruhe wegschnetzeln. Und dann können wir da hinten die 5 Spinnen, glaube ich, sind es wegschnetzeln. Zack, oh, zack, ich der letzte Creeper. Oh, danke, Katja. Jetzt sind nur noch Spinnen übrig. Und ich muss so gut aufpassen, dass ich hier kein Damage bekomme. So, zack, zack, zack. Die ganzen Spinnen werden weggeschnetzelt. Das klappt sehr, sehr doll gut. In 10 Sekunden startet die nächste Runde, Katja. Dann sind wir schon in Runde 26. Du musst mich gerade beschützen. Ja, ja, ja. Wo bist du? Wo bist du? Oh, hier sind überall die Explosionssachen von den Creepern. Ich wurde weggeschnetzelt. Nein. Oh nein. Ich wurde auch weggeschnetzelt. Wir haben es nicht geschafft, aber das war wirklich so, so doll schwierig. Oh. Wir haben es bis Runde 28 geschafft. Das hat aber wirklich richtig, richtig doll viel Spaß gemacht. Wir konnten wirklich gegen so viele Roboter kämpfen, aber es war wirklich so, 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 so knifflig. Das war so schwierig. Vor allem die ganzen Roboter, alle waren unterschiedlich. Alle anderen hatten irgendwie krasse Waffen. Das stimmt. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.